Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich möchte euch mitnehmen auf einige tolle Abenteuer zu Beginn des Jahres 2023. Beginnen möchte ich gerne mit einem Ansitz. Ob ich dort etwas gesehen habe oder mehr, werdet ihr in den folgenden Szenen sehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Trotz meines Optimismus, der mich während des Abends begleitete, musste ich wohl einsehen, dass ich ohne Erfolg nach Hause ging. Doch schon bald ging es wieder für mich raus. Es ging auf Wildzählung. Ausgerüstet mit großen Scheinwerfern ging es für uns in den Wald. Die Wildzählung hat zum Ziel, den Wildbestand in einem gewissen Revier möglichst genau zu ermitteln. Dafür fährt man 2 bis 3 Mal jährlich, meistens im Frühling, gewisse Strecken ab und zählt das Wild, das man dabei entdeckt. Nachdem man dies einige Jahre erfolgreich gemacht hat, kann man Statistiken aufstellen, welche einem verraten, ob der Wildbestand steigt oder sinkt oder stetig bleibt. Das verrät einem auch,
ob die Jagdstrategie sinnvoll ist. Hierbei werden aber auch die Abschusspläne ermittelt. Einiges kam an diesem Abend bei uns in Anblick. Auch Sauen, ganz zu Anfang des Abends. Diese Chance wollte ich aber für ein Foto nutzen, welches aber leider nichts wurde. Bald, also Anfang Mai, ging es wieder für uns raus, diesmal mit der Waffe. Ob wir Anblick und eventuell auch weiter Zeil hatten, werdet ihr in den folgenden Szenen sehen. Viel Spaß dabei! Wir bezogen eine Kanzel direkt neben einer kleinen Waldwiese, vor uns eine lange Schneise und links eine Lichtung. Schräg links vor uns war eine gute Deckung, wo sich das Wild gerne über tags verborgen hält. Mein Vater und ich waren sehr optimistisch und so sollte auch schon bald der erste Anblick kommen. Thank you.
Auch wenn der Erfolg an diesem Abend ausblieb, hatten wir einiges an Anblick zu verzeichnen. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir aber noch nicht, dass mein Vater, der am nächsten Tag wieder diesen Hochsitz bezog, Weidmann teilhaben würde. Ein abnormer Bock. Weidmann Zeitpapa. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Falls ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei, da gibt es regelmäßigeren Content. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald, euer Team von Hunting Ground Belgium.